Weil hier sind einige schöne Sachen zu finden in den... Oh, und hier ist... der Boronsacker. Also ja, steht da auch ganz deutlich. Boronsacker. Kann man wahrscheinlich nicht sonderlich gut erkennen. Inklusive einer Grabkammer, die wir nicht plündern werden. Also so viel Respekt haben wir, dass wir nicht die Toten ausrauben werden, soweit es geht. Das haben wir nämlich in den Sümpfen, also in Moorbrück, in den Moorbrücker Mooren, schon zu Genüge getan. Hier ist ein Perreine-Tempel. Den können wir dann später aufsuchen. Städter. Im Allgemeinen ist die Stadt recht gut gelegen. Den Perreine-Tempel, den konnten sie außerhalb bauen, hier auf die hohen Klippen. Da unten ist ein Holzfäller, wo wir Holz kaufen könnten, wenn wir mal zu ihm runterkommen könnten. Da hinten ist ein Jäger, aber zu dem kommen wir wahrscheinlich auch noch nicht hin. Der wird nämlich irgendwo auf der anderen Flussseite sein. Also ja, da drüben kommen wir irgendwann hin. Hier alles das Gebiet. Und man sieht, Talon ist klein und überschaubar. Da ist die kaputte Brücke, wo wir vorhin waren. Und die Goblins da unter uns. Ich finde es lustig, dass direkt unter dem Tempel Goblins waren. Dass niemand der Gestank oder so aufgefallen ist. Städter, die herumtuscheln. Beckelbrecht, das wird wohl die zwielichtige Person der Stadt sein. Oh, ein Ausdauertrank. Na klar. Und ein Klugheitselixier. Noch ein Klugheitselixier und ein Mutelixier. Hm. Reden wir mal mit Beckelbrecht. Wer seid ihr? Was wollt ihr? Haut ab! Gassenwissen. Ihr seht mal aus, als könntet ihr mir weiterhelfen. Ich benötige gewisse, sagen wir mal, Ausrüstungsgegenstände. Mal sehen, ihr schaut mir nicht aus wie jemand von der Stadtwache. Also gut, ich denke genau, ich habe genau das, was ihr sucht. Bringt mir etwas von euren Diebeskünsten bei. Ja. Ein gezielter Stich wäre zum Beispiel schon mal nicht schlecht für uns. Gut, für einen Todesstoß bräuchten wir erstmal mehr Mut und den offensiven Kampfstil. Hier könnten wir auf jeden Fall das Ausweichen von Gladys und Gwendala ziemlich hoch pushen. Ja, Klingenwand erhöht das Parade. Innerhalb der nächsten 15 Kampfrunden können bis zu 24 Paraden geschlagen und somit dann über 200 Attacken abgewehrt werden. Mhm. Und das sorgt für Windmühle.
Innerhalb von der folgenden 15 Kampfrunden gelingt die nächste Parade oder das nächste Ausweichen immer. Eine Konterattacke folgt, die unparierbar ist. Mhm. Ja, dafür bräuchten wir aber eine höhere Paradebasis. Und eben die Klingenwand und die Meisterparade. Also lernen wir die beiden Sachen auch gleich schon mal. Für Vorgrim ist eigentlich nichts dabei, was er brauchen könnte. Du brauchst 14 Gewandtheit. Du hast 14 Gewandtheit. Das heißt, wir steigern mal ihre Gewandtheit, bis wir 14 erreicht haben mit den nächsten Punkten. Ja. Hier sind wir wieder auf dem Markt. Das heißt, hier waren wir noch nicht. Und ja, Waffenhändler und der Magister sind dort. Hatten wir schon eine Intuition? Ja. Und hier drin sind nur noch ein paar andere Sachen. Gut. Also ja, hier sind die verschiedenen Händler. Rüstungshändler, Waffenhändler. Interessant, dass nur der Waffenhändler angezeigt wird. Und ich habe mir vergessen anzugucken, was der Typ so im Angebot hatte. Vielleicht gibt es bei ihm ja was Praktisches. Kauft man Eirich? Also ja, wir gucken uns dann als nächstes auf dem Markt um, sobald wir mit unserem Zwielichtigen hier geredet haben noch. Ja, was hast du denn? Oh, er verkauft ein Schlössermesser. Das hätten wir also gar nicht von... Naja gut, wir hätten es kaufen können. Stehen brauchen. Magischer Ring. Hm. Das ist definitiv garantiert wieder ein Fexring, so wie der aussieht. Ja. Also von der Form her sieht er aus wie ein Fexenring. Oh, und hinter ihm sind auch noch Fässer da unten. Auf jeden Fall hatte einer der Entwickler ziemlichen Hass auf Fässer dafür, dass er so viele platziert hat und uns auch die Möglichkeit gegeben hat, sie einfach zu zerdeppern. Muss man sich echt fragen, was sie sich dabei gedacht haben. So, jetzt können wir auf den Marktplatz gehen und einmal rundherum uns durchfragen. Man erzählt sich, dass sich die Stadtware am Westtor versammelt hat. Hoffentlich ist es nur eine Übung. Mhm. Kauft man... Müsst ihr nicht ausgerechnet jetzt stehen? Ich habe keine Zeit mit Fremden für. Ich bin kaum und habe wichtige Geschäfte zu erledigen. Ich hätte da noch ein paar Fragen zu Talon und Tirelei. Dann steht ja ihre Fragen aber schnell. Könnt ihr mir etwas über die Geschichte dieses Ortes verraten? Die ist ziemlich bewegt. Das hat schon immer allerlei üble Gestalten angezogen. Muss wohl an den heiligen Apfelhain hier liegen. Vor ein paar hundert Jahren war sogar mal ein Drache hier. Angeblich, aber die Leute sind immer geblieben, weil das Tal fruchtbar ist und weil hier die besten Äpfel Aventuriens wachsen. Wenn ihr noch etwas Zeit entbehren könnt, würde ich euch gerne etwas Persönliches fragen. Na schön, worum geht es? Ja. Und was machen die Geschäfte, wenn man fragen darf? Mein Urgroßonkel kam vor vielen, vielen Jahren nach Talon und hat unser Handelshaus gegründet. Er starb aber ohne Kinder an der
Er starb aber ohne Kinder an der blauen Keuche und das Geschäft wurde von seinem Bruder übernommen. Wir handeln traditionell mit Apfelwein und kardierten Äpfeln, die wir exportieren. Dafür importieren wir alles, was man im Tal nicht herstellen kann. Ja, kennt ihr einen Diplomaten namens Gerling? Amüsant, dass ausgerechnet ihr mich das fragt. Gerling war vor ein paar Tagen zu Gast in meinem Haus. Ein sehr interessanter und interessierter Mann. Er zeigte großes Interesse an der Geschichte dieses Handelshauses und seines Gründers, meinem Urgroßonkel. Wahrscheinlich haben es ihm die vielen Geschichten über ihn angetan. Was meint ihr damit? Ach, das Übliche, wie das so ist, wenn ein Fremder in eine Stadt kommt und plötzlich reich wird. Manche behaupten, er war ein Schwarzmagier, andere, er sei ein Diener des Namenlosen gewesen. Es gab auch endlose Spekulationen über seinen Tod und den seiner Frau. Aber die beiden sind einfach an der blauen Keuche gestorben. Mein Urgroßvater hat das Geschäft dann übernommen. Meine Familie wohnt seit Generationen im Haus meines Ahnen und wir haben nie Labore, Tempel oder Geheimräume dort entdeckt. Alles blanker Unsinn. Ja, lebt wohl. Den können wir im Augenblick nicht mehr fragen. Ja. Gibt es die besten Waffen der ganzen Gegend? Gibt es in der Stadt auch eine Schmiede? Ihr wollt eure Ausrüstung in Schuss halten? Das lobe ich mir. In der Nähe des westlichen Stadtmauer, gleich hinter dem Stand des Alchemisten, ist eine Schmiede. Aber warum kauft ihr nicht gleich was Ordentliches? Dann lasst mal sehen, was ihr anzubieten habt. Okay, ein Eisenschild. Wie Vorgrim es trägt. Wobei, es ist ein verbessertes, was Vorgrim trägt. Was dasselbe ist, wenn man sich so ansieht. Ja, Holzschilder sind schlechter, wiegen aber auch weniger. Dolch, Langdolch, schwerer Dolch, Langschwert, Bastardschwert, schwerer Kampfstab. Robbentöter. Pike, Jagdspieß. Mein Atem geht ruhig. Ja, wenn man so den Dreizack. 1W4. Im Vergleich mit dem Jagdspieß 1W6. Adresins anderthalb Händler. Das ist eine Zweihandwaffe. Zwei Händler ist auch eine Zweihandwaffe. Kriegshammer, Orknase. Schwere torvalische Kampfaxt. Varunka Hammer ist eine Zweihandwaffe. Langbogen, schwere Armbrust. Also ja, ich würde gerne den Jagdspieß kaufen und den Dreizack verkaufen. Ja. So. Der macht nämlich doch ein bisschen was mehr her. So, dann haben wir noch hier den Rüstungshändler. Lederrüstungen, Plattenpanzer. Ordentlich gerüstet fürchtet ihr weder Bestien noch Plünderer. Ja, dann lass mal sehen, was du hast. Lederwams. Wiegt halt ziemlich viel mehr und hat 3 Behinderungen im Gegensatz zu der Elfenrüstung. Also ja, nicht so gut. Kettenhemd, langes Kettenhemd, leichter Plattenpanzer. Da sind sie ja. Die hätte ich gerne. Ein paar Lederschultern. Ja, verstärkte Lederhandschuhe bringen beiden nichts. Lass das mal Vorgrim machen. Und er hat Kettenhandschuhe, die eh besser sind. Könnte also ebenso gut Panzerhandschuhe tragen, die noch besser sind. Plattenschultern. Ich bin aber sicher, wir finden auch gute Sachen hier dann demnächst. Kettenhelm.